Jo, hallo, hier ist Python. Jetzt gibt es das zweite Battle aus dem Spring Friendly 2012 Turnier für euch. Und wie ihr schon an dem Kommentierstil von mir merkt, ist das Ganze nicht live, sondern später kommentiert. Und das fällt mir auch wesentlich einfacher und hört sich für euch bestimmt auch besser an. Es kommt trotzdem bestimmt noch was live raus. Hier jedenfalls fängt mein Gegner mit Skorkro und Capoeira an. Der Bedroher kommt raus, bringt allerdings gar nichts bei Zapdos und Vulnona. Dürre ist aktiv. So, jetzt habe ich erstmal den Double Protect rausgehauen, weil ich natürlich den Mogelhieb von Capoeira predikte. Allerdings zum Nachteil, dass mein Gegner jetzt mit Skorkro den Rückenwind raushauen kann. Ja, hat er erstmal doppelte Initiative. So, jetzt kommt hier der Rundumschutz von Capoeira. Habe ich so halb vermutet, deswegen habe ich jetzt mit Vulnona auch eine Einzelattacke gemacht, nämlich den Solarstrahl auf Skorgro. Hitzewelle hätte mehr Schaden gemacht, beziehungsweise dann gar keinen, weil ja Rundumschutz da war. Mit Zapdos habe ich allerdings Hitzewelle gemacht, wird geblockt durch Rundumschutz. Da hätte man vielleicht besser spielen können. Irgendwie auch eine Einzelattacke oder Schützen. Auf jeden Fall irgendwie hätte man das besser machen können. Allerdings weiß man ja nie, ob der Gegner dann wirklich Rundumschutz macht, also sei das mir auch verziehen. So, der Solarstrahl hat leider nicht den Subbreak gebracht. Jetzt mache ich erstmal eine Runde mit beiden Pokémon wieder Schutzschild, um eine Rückenwindrunde hier auszustallen. Beide Attacken werden natürlich geblockt. Ja, und jetzt, da Vulnona langsamer ist als beide Gegner, musste ich es auswechseln, sonst wäre es besiegt worden. Kokowai kommt hier rein, der Gegner macht sogar Tiefschlag, ist dann fehlgeschlagen natürlich durch den Wechsel. Quasi optimal für mich. Eine geboostete Akrobatik kommt hier auf Zapdos, ist allerdings nicht sehr effektiv, macht also kaum Schaden. Weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hatte er. Ja, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Hier war ein Volltreffer dabei von mir mit dem Donnerblitz. War Glück, muss ich zugeben. Allerdings hatte ich in dem Turnier schon so viel Pech, glaubt mir. Da kann ich ruhig auch mal in einem Kampf Glück haben. Hier ein geboosteter Drachenpuls kommt auf Zapdos und deswegen muss sich Zapdos auch verabschieden. Akrobatik geht jetzt hier auf Kokowai, ist sehr effektiv, aber seht selbst, es macht 200 Schaden. Kokowai steht da mit 2 KP. Einfach geil, das Teil. Echt, ich liebe es. Kann jetzt hier den Bizarro-Raum, dadurch, dass es noch standgehalten hat, raushauen. Ansonsten wäre der Kampf wahrscheinlich für den Gegner ausgegangen, aber Kokowai ist einfach geil, hat hier wieder 2 Zitrobeeren dank reicher Ernte benutzt, ist also wieder bei 102 KP. Heatran kann hier reinkommen. Ja, Kokowai macht hier einen Solarstrahl auf Skorgro, das kann es schon mal nicht standhalten. Ist also weg. Heatran sollte jetzt eine Eruption raushauen. Ah, das war übrigens wieder ein Volltreffer, der allerdings, glaube ich, nichts zur Sache getan hat. Keine Ahnung, warum ich in diesem Kampf so rumgelackt habe mit den ganzen Crits. Aber, wie gesagt, ich hatte auch schon so viel Pech in dem Turnier. Hört auf. Also, am besten rede ich da gar nicht von. Ich wurde von Geovisur. Geovisur heißt die Scheiße, wurde ich geownt. Und lauter Volltreffer habe ich kassiert und so eine Scheiße. Also, wie gesagt, so viel Pech hatte ich. Kokowai hat hier wieder standgehalten mit 11 KP, setzt eine weitere Zitrobeere ein. Ist also wieder bei 61 KP. Jetzt habe ich Kokowai geschützt, damit es danach die Runde noch eine Zitrobeere verwenden kann. Durch reiche Ernte. Heatran macht hier den Flammensturm. Allerdings haben sich beide gegnerische Pokémon geschützt, um eine weitere Bizarro-Raum-Runde auszustallen. Hier die angekündigte reiche Ernte haut wieder eine Zitrobeere raus. Kokowai ist also wieder über 100 KP. Herrlich, dieses Teil. Latios kann hier zweimal hintereinander Schutzschild einsetzen. Kokowai haut den Solarstrahl raus. Auf die Waschmaschine ist natürlich sehr effektiv. Sollte der One-Hit sein. Jo. Ist es tschö, Wischiwaschi, wie mein Clan-Kollege Lux es immer gerne nennt. Latios schützt hier sich nochmal vor der Eruption. Kokowai erntet in der Zwischenzeit wieder eine geile Zitrobeere. Jetzt kann er einen Solarstrahl raushauen. Hat nur Solarstrahl und Psychokinese, deswegen hier die nicht sehr effektive Attacke auf Latios. Hat auch noch nicht ausgereicht, um es zu besiegen, aber jetzt BÄM! Die dickste Eruption von Heatran erledigt das Latios. Jo. War ein Sieg für mich. Denke ich, ein ganz schöner Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, damit verabschiede ich mich.
und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.